Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Wir am Sonntag kommen gleich zwei Staatspräsidenten nach Südtirol, der österreichische und der italienische. Sie feiern in Meran 25 Jahre Streitbeilegungserklärung. Die Schützen wollen den beiden Herren aber keinen landesüblichen Empfang bereiten. Warum? Das hören wir jetzt. Es ist ein uralter Tiroler Brauch. Der landesübliche Empfang leitet sich aus der Tradition des kaiserlichen Österreichs ab, nachdem hohe Ehrengäste mit militärischen Ehren empfangen werden. Vor 1,5 Jahren hat Landeshauptmann Kompatscher per Beschluss diesen Brauch in Südtirol wieder eingeführt. EU-Kommissionspräsident Juncker durfte die Front schon abschreiten. Auch das Begrüßungsschnapserl wurde schon aufgeschenkt. Der landesübliche Empfang wird traditionsgemäß mit einer Musikkapelle und einer Ehrenformation der Schützen durchgeführt. Die Kommandos entstammen aus der K&K-Exerzierordnung. Am Sonntag sollten die Schützen auch beim Besuch der Staatspräsidenten Mattarella und Van der Bellen vor dem Kurhaus aufmarschieren. Doch sie weigern sich. Sie wollen nicht bei der italienischen Hymne stramm stehen. Landeshauptmann Kompatscher bedauert. Ich hätte das sehr gerne gesehen, weil wir damit ja aufzeigen wollten, dass wir ein besonderes Land sind, das eben eine Tradition und Kultur hat, die abweicht von der im Rest des italienischen Staatsgebietes. Also gibt es keine Ehrensalbe für die zwei Staatspräsidenten. Pro und Contra stellt heute die Frage, kein landesüblicher Empfang der Schützen, Anti-Italianismus oder Patriotismus? Ja, und diese Frage werden mit mir heute diskutieren Dieter Steger, Fraktionssprecher der SVP. Guten Abend. Guten Abend. Und der Landeskommandant der Schützen, Elmar Thaler. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Thaler, kein landesüblicher Empfang für Mattarella und Van der Bellen, alles nur aufgrund der italienischen Hymne? Ja, es ist so, dass es gar einige Verhandlungen vorher gegeben hat. Auch wir mussten das mit unseren Leuten abklären. Uns wurde in Aussicht gestellt, dass es ohne weiteres unserem Wunsch entsprochen werden kann, nämlich die europäische Hymne zu spielen, die ja, denke ich, schon nach vorne gerichtet ist und nicht in Nationalismus, so wie die italienische Hymne verfällt. Das wurde uns in Aussicht gestellt und letztendlich eigentlich von Landeshauptmann Kompatscher ohne Not zunichte gemacht. Er hat dann gesagt, nein, er wünscht sich unbedingt italienische Hymne. Wir haben dann gesagt, im Saal drin ohne weiteres, da sind wir dann ja nicht präsent und wir würden uns auch nie erlauben, ihm vorzuschreiben, was er wo spielt. Wir haben aber gesagt, bei dem Teil, wo wir mitwirken sollen, da hätten wir schon gerne die europäische Hymne, da wären wir bereit gewesen, beide Staatsmänner zu empfangen. Okay. Mit einem landesüblichen Empfang, nicht mit einem Staatsempfang, denn der würde uns nicht zustehen. Also eine europäische Hymne und keine italienische Hymne. Ist das mangelndes Fingerspitzengefühl, wenn man sich hier erwartet, dass die Schützen vor der italienischen Hymne stramm stehen? Na, zunächst muss man ja sagen, um was es geht. Es geht darum, dass zwei Präsidenten von zwei Gründungs- oder einem Gründungsstaat und einem endlich dazugekommenen in den 90er Jahren Österreich, dass zwei Staaten der EU sich in Südtirol treffen, die Staatsoberhäupter. Und worum geht es? Es geht nicht um irgendein Thema, ein internationales, sondern es geht um 25 Jahre Streitbeilegung in Südtirol. Das heißt, beide Staatspräsidenten treffen sich. Es wird damit, das ist ganz wichtig für uns Südtiroler, denn es wird damit signalisiert, dass Südtirol keine inneritalienische Angelegenheit ist. Das muss man sich vor Augen halten. Und es ist nun, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, es ist nun einmal üblich in der ganzen Welt ist es üblich, dass man die Staatspräsidenten nach den üblichen Gepflogenheiten empfängt. Und die üblichen Gepflogenheiten sind, dass die Hymnen ihrer Länder gespielt werden. Das ist normaler Status überall auf dieser Welt. Und die Schützen haben ja die österreichische Hymne gespielt. Man hat ja diesen landesüblichen Empfang, hat man ja schon zweimal ausprobiert. Das war damals beim Präsident Fischer, als er hier war, und das war dann bei Juncker. Und ich bin überzeugt, wenn morgen der deutsche Bundespräsident kommt oder vielleicht der französische Regierungschef kommt, dann werden die Schützen stramm stehen vor der Hymne der jeweiligen Länder. Es ist so,
Bei den Italienern tun sie das nicht. Ja. Und ich finde es schade, weil ich mir erwartet hätte, dass man vielleicht selbstbewusst sein könnte, auch als Schütze. Nach so vielen Jahren Autonomie haben wir gesehen, das sind ja nicht unsere Symbole, Herr Dahler. Das sind nicht unsere Symbole, das sind die Symbole von anderen. Sie scheinen nicht auf dem aktuellen Stand zu sein. Das denke ich nicht. Ja, das denke ich schon, denn anscheinend kennen Sie nicht die Entschließung des Tiroler Landtages, der schon im Jahr 2015 beschlossen hat, dass im Rahmen von bedeutenden Veranstaltungen des Landes Tirol, insbesondere jene mit Bezug zur Europaregion Tirol, und ich glaube, das kann man in diesem Moment schon sagen, oder zur Europäischen Union, denn die Streitbeilegungserklärung fällt da ganz klar hinein, zusätzlich zur Tiroler Landeshymne auch die Hymne der Europäischen Union gespielt wird. Antrag von Gabi Schissling, der SPÖ. Wir hier in Südtirol glauben, nein, wir müssen unbedingt nationalistische Hymnen spielen. Wir brauchen das. Also ich wüsste nicht, wieso. Und ich sage nochmal, wir hätten den Empfang ja gemacht. Die Hymnen hätten ja dann im Saal auch dreimal gespielt werden können. Aber Dahler, man muss es nicht unbedingt heraus machen. Sie haben die Tiroler Schützen angesprochen. Ich habe hier eine Broschüre betreffend des landesüblichen Empfangs in Tirol gefunden. Und da unter Punkt Hymne steht bei Besuch von ausländischen Staatsgästen die fremde Hymne, bei Anwesenheit des Bundespräsidenten die Bundeshymne, bei Anwesenheit des Landeshauptmanns die Landeshymne. Gut, dann hätten wir müssen die österreichische Hymne spielen. Ausländischer Staatsgast, wenn wir so es empfehlen. Hat, aber wir haben gesagt, gut, dann machen wir eben die europäische Hymne und es nimmt niemanden was weg. Was ist denn schon schlecht an der europäischen Hymne? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist jetzt, das ist typisch. Nein, das ist, nicht, das ist typisch Sie für Sie. Nein, Sie sind im Landtag ja nicht mal entstanden, eine eigene Hymne einzuführen. Ja, die hätten Tiroler Landeshymne. Ja, Sie nicht. Hören Sie. Sie haben lieber die italienische Hymne. Sie. Ja, kannst du dir vorstellen. Herr Dahler, wenn wir so reden, also versuchen wir bei den Fakten zu bleiben. Die Fakten sind, dass Sie die österreichische Hymne schon gespielt haben. Die Fakten sind, jetzt sind zwei da. Genau. Und seien wir froh, dass Sie da sind, denn das gibt auch völkerrechtliche Relevanz unserer Autonomie. Das ist die nämlich Relevanz sind Sie trotzdem ich, gehabt. Darf ich fertig sprechen? Ich lasse Sie dann auch reden. Und ich finde es einfach eine Frage auch der Gastfreundschaft, dass man irgendwo die Gepflogenheiten wählt. Man kann natürlich zu jedem Punkt einen Konflikt suchen. Die Schützen tun das in letzter Zeit gern und offensichtlich, Herr Dahler, ich weiß, was Sie mit dem Landeshauptmann besprochen haben, offensichtlich sind Sie in Ihrem Schützenbund nicht durchgestoßen und dann haben halt die Hardliner bei Ihnen Oberwasser bekommen. Was habe ich mit dem Landeshauptmann besprochen? Ich habe es gar schriftlich, was ich mit ihm besprochen habe, denn ich habe mir schon gedacht, Das würde ich jetzt gerne hören. Dann müssen Sie schauen, was Sie besprochen haben. Sie haben mit dem Landeshauptmann, Sie hätten es nur gleich sagen müssen. Dann wäre kein Problem gewesen. Dann hätten wir es anders organisiert und nicht den Land, ja, nach Wochen, am Tag drauf. Ganz kurz zur Vorgeschichte. Vor eineinhalb Jahren mittlerweile wurde dieser landesübliche Empfang ja wieder eingeführt vom Landeshauptmann im Gespräch mit Ihnen auch. Also eigentlich ist es so gegangen. Der Landeshauptmann hat den landesüblichen Empfang, wie er neuer Landeshauptmann war, sehr oft in Nordtirol gesehen und hat gesagt, könnt ihr auch so etwas machen? Haben wir gesagt, theoretisch können wir das machen. Es ist natürlich auch mit einem bestimmten Aufwand verbunden. Wir sind ja nicht beruflich da dabei, sondern jeder muss sich dafür das muss er in seiner Freizeit machen, Urlaub nehmen. Aber gerne, nehme ich an. Ja, aber es ist schon ein Aufwand, denn solche Empfänge passieren ja meistens nicht an einem Sonntag, wie es jetzt der Fall ist, sondern Staatsgäste kommen meistens an einem Werktag. Und dann aber ist Guy gekommen, da müssen wir eine Vereinbarung machen. Diese Vereinbarung wurde uns übergeben zur Prüfung und da steht ja ganz interessanterweise auch drinnen, dass der landesübliche Empfang eine Begrüßungszeremonie von hochrangigen Gästen Ausdruck einer einzigartigen Tiroler Tradition ist, der sich das Land Südtirol auch im europäischen Geist der Einheit in Vielfalt verpflichtet sieht. Also da steht gar drin, der europäische Geist. Und dann haben wir gesagt, Moment, tun wir es mal ausprobieren, wie das funktioniert. Also Sie haben nicht fix zugesagt? Nicht fix zugesagt. Und auch das habe ich, weil Sie es gerade ansprechen, dem Landeshauptmann. Am 3. Juni 2006, 16. am 1. Juni 2016 haben wir das Gespräch gehabt. Und am 3. Juni, also zwei Tage drauf, ich entschuldige mich, habe ich dem Landeshauptmann geschrieben, dass wir zuversichtlich sind und wollen die Durchführung der landesüblichen Empfänge in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Landesregierung und dem Verband der Musikkapelle probeweise abwickeln. Erst dann möchten wir auch in enger Absprache mit den Ausführenden
unsere definitive Entscheidung für eine eventuelle dauerhafte Übernahme dieser Verpflichtung treffen. Und es gibt keine andere Vereinbarung. Ist okay. Gut. Nein, das ist ja okay. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, Sie hätten gleich dem Landeshauptmann sagen können, Achtung, wenn die italienische Hymne kommt, dann spielen wir nicht. Wenn der Staatspräsident aus Italien kommt, dann sind wir nicht zur Verfügung. Das wäre ehrlich gewesen und dann hätten Sie sich nicht auf einen Baum verstiegen, wo Sie den Landeshauptmann der Lüge bezichtigen, wo Sie unseren Landeshauptmann sagen, mit so einem will ich nichts mehr zu tun haben. Da haben Sie auch das Amt nicht respektiert, aber das scheint üblich zu sein. Sie fordern Respekt für die Schützen, aber den Respekt der höchsten Institution des Landes wollen Sie nicht geben. Er hat das uns Wortbruch vorgeworfen und das war darf kein ich Wortbruch. Fertig reden? Gerne. Ja, das ist einfach nicht fair und schauen Sie, wie Sie von diesem Baum wieder herunterkommen. Wenn Sie jetzt, Sie haben offenkundig nur etwas gegen die italienische Hymne, ist das nicht Anti-Italienismus, so hat es der Landeshauptmann bezeichnet? Schauen Sie, ich glaube, wir sind schon sehr weit gekommen, wo wir gesagt haben, wir möchten den österreichischen Bundespräsidenten und den italienischen Ministerpräsidenten empfangen. Nicht alle hatten mit dieser Entscheidung eine Freude, das muss ich auch sagen. Und zudem haben auch sehr viele gesagt, die italienische Hymne, erstens beleidigt sie Österreich, zweitens, siamo pronti alla morte, sind wir sicher nicht. Die europäische Hymne wäre, glaube ich, ein ganz guter Ausweg gewesen. Ich sage zum Beispiel auch in Albach, wo das jedes Jahr stattfindet, auch da werden ausländische Staatsgäste mit was empfangen? Mit der Europahymne. Schauen Sie, ich sage Ihnen noch ein Beispiel. G7-Gipfel in Elmau. Auch da ist der italienische Ministerpräsident gelandet am Rollfeld in München. Die Gebirgsschützen sind da gestanden. Und was wurde gespielt? Azzurro vom Adriano Celentano und nicht italienische Staatshymne. Schauen Sie, es gibt das zeremoniell, dass ich schon glaube, dass es Sinn macht, wenn es eingehalten wird, gerade wenn es sich um einen Empfang handelt, der für Südtirol wichtig ist. Das sage ich nochmal. Ich finde es schade und man wollte eigentlich an dem Schützenpunkt gerade mit dem landesüblichen Empfang eine Rolle geben, die über den Trachtenverein hinausgeht, die ihm eben auch institutionelle Kraft gibt. Zu Recht. Das wäre wichtig für uns. Und wir sollten selbstbewusst genug sein, um das Abspielen eines Symbols von anderen doch zu akzeptieren, wenn am Ende das nicht eine Eigenheit ist, sondern das eine Gepflogenheit ist, die nicht nur in Italien, in Österreich, in Deutschland stattfindet, sondern auf der ganzen Welt. Es gibt keine landesüblichen Empfänge in Italien und auch sonst nirgends auf der Welt, sondern nur in Tirol. Herr Steger, glauben Sie, Mattarella und Van der Bellen hätten sich daran gestört, wenn die Europahymne gespielt worden wäre? Die Europahymne wird ja sicher gespielt. Das ist ja nicht das Thema. Sie werden sehen, unter welchem Zeichen dieser Gipfel sein wird. Natürlich wollen wir die Nationalismen überwinden und in Richtung Europa blicken. Aber wir wollen nicht das eine mit dem anderen ausspielen. Wir wollen keinen Affront produzieren bei etwas, was für Südtirol, und ich sage es noch einmal, das werden die Schützen anders sehen, ich sehe es wichtig für Südtirol, dass man völkerrechtliche Relevanz gerade auch über so eine Maßnahme findet. Das, glaube ich, wäre wichtig, wenn wir das nicht mit landesüblichen Empfang machen, sondern anders machen, dann ist das auch kein Problem. Wir hätten den Schützen gerne diese Rolle gespielt, wenn sie sie nicht wollen, dann ist es natürlich ihre freie Entscheidung, aber wichtig wäre, die Bedeutung dieses Besuchs schon ernst zu nehmen. Herr Steger, ich glaube nicht, dass die Europahymne ein Affront gegen irgendjemand ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, die Europahymne ist sicher nicht... Die wird sicher gespielt werden, da brauchen Sie keine Sorge. Momentan, laut meinem Stand, wird überhaupt keine Hymne draußen gespielt, sondern nur im Saal drin. Also, gegen das hätten wir bisher auch nichts gehabt. Deswegen also, es wird ein Empfang nach den Gepflogenheiten, wie es halt das zeremoniell verlangt werden. Und da gehört das Abspielen der Hymnen der beiden Staatsoberhäupter. Also ich bin anders informiert. Kommt das dazu. Gut. Und dann wird auch Europa seine Rolle spielen. Das können Sie sich ja vorstellen, dass wir in Südtirol Europa stärker machen wollen und nicht schwächer. Und warum tun Sie es da nicht? Warum spielen Sie Nationalhymnen? Weil das eine Gepflogenheit ist, wo wir den Staatsoberhäupten, man kann auch sagen, man kann sie auch ausladen, Herr Thaler, ich verstehe schon, Sie wollen nicht, Herr Thaler, Sie wollen einfach nicht verstehen, dass es einfach Gepflogenheiten gibt, wo man einen Moment seine Animosität beiseite lassen soll und lassen Sie mich das sagen, wir haben andere Probleme, das Problem, ob wir einen landesüblichen Empfang machen oder nicht bei dieser Präsidentin. Unser Thema ist heute aber dieser landesübliche Empfang und der findet jetzt nicht
nicht statt. Ist das nicht eine verpasste Chance? Hätte man da nicht auch dem italienischen Staatspräsident zeigen können, hallo, wir sind eine andere Provinz, wir sind nicht ganz so Italien? Ja, ich glaube, wir sind überhaupt nicht Italien. Und unsere Hand ist ja nach wie vor ausgestreckt. Und wenn ich jetzt sowieso höre, dass heraußen überhaupt keine Hymne mehr gespielt werden soll, denn ich muss noch was sagen. In den Verhandlungen, da waren ja auch immer die Musikkapellen dabei. Und der Geschäftsführer der Musikkapellen hat von Anfang an gesagt, hoppla, wenn da verlangt wird, italienische Hymnen zu spielen, dann tun wir uns sehr schwer, eine Kapelle zu finden oder Musikanten zu finden, die das machen würde. Insofern eine vertane Chance. Mein Gott, deswegen wahrscheinlich wird nichts passieren. Die Welt wird sich weiterdrehen und so vertan. Herr Stinger, war es das jetzt mit den landesüblichen Empfängen bei offiziellen Anlässen? Davon gehe ich aus. Aber ich denke, die Südtiroler Vielfalt hält genügend andere Möglichkeiten bereit, um unsere Gastfreundschaft zu zeigen, die Besonderheit unseres Landes zum Ausdruck zu bringen und den Gästen die Ehre zu erweisen. Da brauchen wir nicht unbedingt nur einen landesüblichen Empfang. Es wäre eine Chance gewesen. Wir haben das so gesehen. Wir haben aber viele andere Möglichkeiten, um das zum Ausdruck zu bringen, was wir wollen, dass wir ein selbstbewusstes und gastfreundschaftliches Land sind. Ist das überhaupt noch landesüblich, mit Parade abmarschieren, mit Salutschuss, mit Schnapsel? Die Schützen werden weiterhin landesübliche Empfänge machen. Sie müssen das nicht auf Weisung vom Land machen. Wir haben das seit jeher gemacht. In Nordtirol ist das noch viel mehr Usus. Deswegen, ich glaube schon, dass das fest in der Tradition verwurzelt ist. Aber es gibt den landesüblichen Empfang nicht um jeden Preis, also das muss man auch sagen. Wollten Sie aber durch die Absage auch dem Landeshauptmann ans Haus wischen? Nein, überhaupt nicht. Wir hatten ganz klare Vereinbarungen mit seinem Protokollchef, mit dem Klaus Luther. Er hat nicht mir persönlich, sondern er hat vor versammelter Bundesleitung in Aussicht gestellt, dass das insofern, dass der, wer denn bitte? Der Klaus Luther. Ja, aber Sie dürfen nicht über Landeshauptmann reden, wenn Sie von anderen Personen reden. Moment. Und er hat ganz klar gesagt, ich sage auch nicht, Schütze hat etwas gesagt, was der Kommandant anders denkt. Jetzt rede ich dann aus, ja. Der hat eben auch gesagt, sollte jetzt wirklich nicht Italien irgendwo Faxen machen, aber das ist ja nicht anzunehmen, denn der landesübliche Empfang, das muss ich schon auch sagen, ist kein Staatsempfang. Weil ein Staatsempfang, dafür braucht es zwei wesentliche Sachen. Zuerst einen Staat und dann braucht es Militär. Und beides sind wir bis auf Weiteres vermutlich noch nicht. Es ist ein landesüblicher Empfang, eine landesübliche Gepflogenheit. Und es wurde auch immer so kommuniziert, gut, dann verkaufen wir das eben als folkloristische Darbietung, dass das in Italien so verstanden wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in Italien dann gesagt hätte, okay, da gehört unbedingt die italienische Hymne rein. Also das Tor hat der Landeshauptmann selbst gelegt. Nein, Faktum ist, dass man bei so einem Empfang von so hohen Staatsgästen eine korrekte Vorgangsweise wählt. Und die hat Landeshauptmann Kompatscher gewählt, indem er die Gepflogenheiten, wie es internationaler Standard sind, übernommen hat. Und wollte das dann garnieren eben mit einem landesüblichen Empfang, wo er den Schützen eine Rolle geben wollte. Sie wollten die nicht. Wir nehmen das zur Kenntnis. Uns tut es leid. Wir hätten uns erwartet, dass sie selbstbewusster sind und das Symbol eines anderen akzeptieren würden. Es ist ja nicht, ich sage es noch einmal, es ist ja nicht unser Symbol. Und vor Symbole hat man nur dann Angst, wenn man selber schwach ist. Ich glaube, dass Südtirol überhaupt keine Angst haben braucht, sondern selbstbewusst und stark sein darf. Führen Sie deshalb die Landeshymne nicht ein, weil Sie vor dem Symbol Angst haben? In Mantua zum Beispiel, jedes Jahr, wenn wir da sind, Vor keinem Symbol Angst. In Mantua, sogar die Schulkinder die Landeshymne. Sie wissen genau, dass wir sie auch singen, nämlich bei unserer Parteiversammlung, bei der Landesversammlung. Wir haben da überhaupt keine Berührungspunkte. Aber offiziell wollen Sie sie nicht. Sie machen und Ihre Freunde, Sie haben ja jetzt direkte Führungskräfte in politischen Parteien, die werden das Wie schon Sie dann... Sie in ganz vielen Verbänden haben? Die werden, und Sie sagen nur immer, Sie sind parteiübergreifend und kein parteipolitisches Gremium. Der Einzige, Gremium, von dem ich in der Bundesleitung wusste, ich gehe davon Partei aus, angehört, der gehört der SVP ich gehe an. Davon aus, ich gehe davon aus, dass Sie ja da froh sind und jetzt Ihre Ziele dann versuchen können, verstärkt in den Landtag einzubringen. Dazu lade ich Sie durchaus sein. Glauben Sie, dass der alte Spruch noch gilt? Politisch ja, parteipolitisch nicht bei den Schützen? Na, das glaube ich nicht. Aber irgendwo möchte ich schon sagen, irgendwo ist dieser Konflikt so anachronistisch. Wir haben darum
zu überlegen, massiv zu überlegen, wie wollen wir mit dem Massenexodus in dieser Welt zurechtkommen? Wie wollen wir, das führt uns weiter, nein, das nicht, wie können wir an einem starken Europa bauen, das Grenzen überwindet, das sind die wichtigen Sachen. Wie können wir in Zukunft die Arbeitsplätze retten? Aber wir diskutieren darüber, Herr Steger, das sind alles sehr wichtige Themen, aber ich blicke auf die, Herr Steger, ich blicke auf die Sendeuhr, wir haben leider schon überzogen. Herr Steger, wir haben leider schon überzogen. Diese Fragen führen uns natürlich viel zu weit. Noch eine letzte Frage, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können. Am Sonntag, landesüblicher Empfang in Meran, also die Schützen sind definitiv nicht dabei. Nach derzeitigem Stand nicht und ich nehme auch nicht an, dass sich daran etwas ändern wird. Dann komme ich jetzt zu meiner Überleitung, denn dann habe ich einen Fernsehtipp für Sie, weil wir von Rai Südtirol, wir übertragen diesen landesüblichen Empfang. Um 10.50 Uhr geht unsere dreisprachige Übertragung los. Bis 12.20 Uhr übertragen wir dann die Feier zur Streitbeilegung. Und wissen Sie, wie wir die Sendung beginnen? Mit der Europahymne. Bravo. Mit diesem Fernsehtipp möchte ich heute auch abschließen und dann auf die morgige Anrufsendung noch hinweisen im Mittagsmagazin. Dann können Sie mit uns weiter diskutieren und uns anrufen und Sie uns sagen, was Sie von diesem Thema halten. Hier folgt jetzt eine Sendung aus der Reihe Land und Leute. Heute besuchen wir das schöne Verschneit. Guten Abend.